So, meine Freunde, ich bin's wieder, euer Popika. Willkommen bei Watch the Geekman und herzlich willkommen zum 1000 Abo Special. So, meine Freunde, ich bin's wieder, euer Popika. Willkommen bei Watch the Geekman und herzlich willkommen zum 1000 Abo Special. Ja, what the fuck, meine Freunde, 1000 Abonnenten, das ist ein wahnsinniger Sprung, meine Freunde, in die Galaxie. Ins Universum, in die Weiten des Weltalls. Nee, Spaß beiseite. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, hier euch begrüßen zu dürfen, hier vor meinem kleinen Geek-Regal, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und ich habe hier so ein bisschen Stuff stehen. Und ich muss erstmal sagen, mir ist da ein kleiner Fehler passiert. Also ich muss mich erstmal entschuldigen bei allen Leuten, die gestern mitgemacht haben bei Popi Armee vs. Borns glorreiche 5. Ich habe Aufnahme gedrückt, aber meine Stimme ist leider nicht mit angekommen. Deswegen seht ihr das Gameplay. Also ich habe die Videodateien habe ich halt nochmal im Kinomodus aufgenommen und habe die jetzt hier unten drinne. Also ihr seht die Gameplays, also ich muss mich dafür echt entschuldigen. Ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor. Ich weiß auch nicht, was da los war. Die X-Story irgendwie hat er irgendwie. Fragt mich nicht. Ich habe geguckt. Es war einmal. Sind zwei Tonspuren, mit denen ich aufnehme. Einmal den Ingame-Sound, also euch und den Ingame-Sound. Und die zweite sollte eigentlich mein Mikrofon sein. Aber tja, hat die X-Story nicht gemacht. Keine Ahnung. Es waren dafür mal zwei Boxen da. Also zweimal Lautsprecher hat er aufgenommen. Und ich habe keine Ahnung warum. Deswegen tut es mir erst nochmal recht herzlich leid, dass das halt passiert ist. Und trotzdem wollen wir jetzt der Gikoose, ne? Washi, Gikoose, sagt dir noch was, ne? Ja, schön. war so ein kleiner Wortwitz, versteht aber nur Washi oder ich. Ist ja auch egal. Erstmal möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken für wahnsinnige 1000 Abonnenten. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe es ja schon mal in einem anderen Video gesagt, 2 Jahre auf YouTube. Und es ist immer wieder für mich irgendwie eine Freude, halt für euch ein Video zu machen oder halt irgendwas zu kommentieren, euch Fragen zu beantworten und den Kommentaren. Auch wenn die manchmal einen Tag später kommen, aber wenn ich jetzt abends 22 Uhr nach Hause komme, fällt es mir echt schwer, dann noch auf Fragen zu antworten. Also normalerweise macht man das ja so, man sollte halt schon an den Leuten dranbleiben, man sollte halt die Community zusammenhalten bei sich und auch zusammen aufwachsen und so weiter und so fort. Aber manchmal ist es halt einfach so, zum Beispiel diese Woche jetzt, wo ich Spätschicht hatte, ist es halt ziemlich schwer, dann nochmal auf Fragen einzugehen und so weiter und so fort. Also ich mache das gerne, auf gar keinen Fall, aber ich mache das halt immer erst einen Tag später. Ich hoffe, ja, wenn euch das vielleicht irgendwie stört oder so, dann könnt ihr mir das ja trotzdem irgendwie drunter schreiben unter das Video jetzt und ich hoffe, ich antworte diesmal schneller. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank an Born to Die, Born Manner, du hast mir echt Türen geöffnet, ne? Kann man das so sagen? Ja, ne? Das sagt man ja so. Du hast mir Türen geöffnet, hast mich mitgezogen und finde ich echt total klasse von dir, dass du das auch ja, so machst. Und ja, also ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir uns so gut verstehen halt. Also du bist halt ein Typ, an den Humor muss man sich erstmal gewöhnen halt. Ich habe dazu eigentlich nicht lange gebraucht. Deshalb denke ich, dass wir so auf einer Wellenlänge schweben. Und auf jeden Fall fetzt es richtig, mit dir Videos zu machen, mit dir zu zocken und sonst irgendwas, irgendwelchen Gaudi, was weiß ich, irgendwie im Spiel oder halt auch im TS, was sie da schon für Spaß gehabt haben, der absolute Wahnsinn. Und dafür möchte ich dir einfach danken halt. Also ja, das ist jetzt erstmal das, was ich jetzt tun kann. Und bei wem ich mich noch auf jeden Fall bedanken will, ist der Black. Black, Bro, oder? Du hast mir echt immer am Anfang viel, viel geholfen beim Videomaking und so weiter und so fort. Hast mir nochmal so gesagt, ey, mach das doch so und mach das doch so und mach dies und mach das. Probier das doch einfach.
mach nicht zu viele Videos. Ich so, ja, jetzt mache ich viele Videos und ich hoffe, dir gefallen sie trotzdem, Bro. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank, Black, dass du mich auch immer unterstützt hast und so weiter und so fort. Und Riesending, danke dir, Mann. Dann möchte ich mich auf jeden Fall noch bei Fresh G bedanken. Fresh G hat mir auch immer geholfen, halt, egal in welcher Situation, wenn ich gesagt habe, ey komm, Fresh, zieh dir mal kurz das Video rein, das ist ungelistet hochgeladen, guck's dir doch mal bitte an und sag mal bitte deine Meinung dazu. Ich finde halt Fresh macht halt auf jeden Fall, wie soll ich sagen, der macht das halt, oh Leute, ich bin total müde, entschuldigt bitte. Der macht auf jeden Fall klare Ansagen, also wenn ihm das Video, nee, das gefällt mir nicht, dann sagt er das auch so. Und dann hat er aber auch sofort eine Antwort parat, wie man es noch anders machen könnte. Und das finde ich halt einfach eine große menschliche Sache halt, total cool. Und vielen Dank, Fresh, auf jeden Fall. Geile Sache. Dann, bei wem ich mich noch bedanken möchte, ist der Craig. Craig, Alter, wir haben uns vor einem knappen Jahr fast kennengelernt, würde ich jetzt sagen. Ne? Ja, vor einem knappen Jahr war es. April war es, glaube ich, auch. Oder März, ich weiß es jetzt gar nicht. Und also wir haben die Sniper-Video-Folgen haben wir gerockt ohne Ende. Eine Folge müssen wir abdrehen. Eine Folge noch, meiner. Eine Folge noch. Und das kommt dann nächste Woche, machen wir das, ne? Würde ich sagen, nächste Woche, meiner. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall immer wieder mit dir Sniper-Elite zu drehen. Es ist der absolute Hammer, meiner. Und wir haben immer so viel Spaß. Und danke an dich, Craig, Alter. Spitzenleistung. Geile Sache. So, meine Freunde, jetzt kommen wir auch mal hier zu ein bisschen was anderem, ne? Hier, und zwar zu meinem Geeky-Regal. Ne? Das Geek-Regal besteht aus DVDs, Comics ohne Ende und nochmal DVDs und noch so ein bisschen Stuff. Da oben sind noch ein paar Krimis, da oben ist noch ein Star Wars-Spiel. Das seht ihr leider jetzt nicht ganz. Ich kann es ja mal ganz kurz runterholen, meine Freunde. Das ist so geil, das ist so geil. Angriff der Klonkrieger. Sehr cool, sehr cool. Gefällt mir richtig gut. Ich habe das mit meiner Freundin auch schon gesuchtet. Werde ich heute auch wieder tun. Und ich werde heute mal nicht so viel zocken. Ich habe auch die ganze Nacht, ich habe überlegt, wie ich das mache mit diesem verdammten Video. Scheiße, Tonspur weg und hast du nicht gesehen. Und ja, jetzt dann habe ich zu Boden gesagt, ey Mann, pass auf, ich mache das jetzt so und so. Und er hat gesagt, ja, mach das. Mach das Beste draus. Mach es einfach. Ich so, okay, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu krumm halt. Also Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder auf das Thema zurückkomme. Aber ja, das hakt mir halt schon ziemlich nach, dass das jetzt halt so doof gelaufen ist quasi. Beim Boden gibt es auf jeden Fall das Full Gameplay aus seiner Sicht, beziehungsweise aus der Sicht von den glorreichen 5, das ist auf jeden Fall unten verlinkt. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter, ehe wir schon wieder vom Thema abschweifen, ne, würde ich mal sagen. So, da oben habe ich noch Homefront, The Voice of Freedom Edition. Ja, The Voice of Freedom Edition, da war übrigens auch hier das Radio drin, ne? Das Homefront-Radio. Ja, es funktioniert, meine Freunde. Ja, es funktioniert. Sehr cooles Teil. Habe ich damals zu Weihnachten auch zum Geburtstag von meiner Freundin gekriegt. Ziemlich cool, ziemlich cool, ziemlich cool, ziemlich fett. Auf jeden Fall. Das Spiel hat mich etwas enttäuscht. Grafisch gesehen nicht unbedingt. Aber es wurde ja auch ziemlich... Es wurde erst gehypt und dann wurde es halt übelst in den Dreck gestoßen. Und das fand ich halt auch so eine... Ja, das fand ich halt scheiße. Ne? Von meisten Spielemagazinen wurde so ein Dreck gezogen, das Spiel an manchen Stellen. Hat irgendwie, glaube ich, bloß 70% gekriegt, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall, also ich fand es nicht schlecht, aber es ist halt schon ziemlich buggy. Also Crytek bringt ja auch ein neues Homefront 2 raus. Und ich denke mal, ja, das wird ordentlich. Das wird ordentlich. Denke ich mal. Ne? So, nächste Runde, meine Freunde hier. Ich würde mal sagen, wer kennt ihn nicht? Ennio Morricone, ne? Der Soundtrack zu den For a Fistful of Dollars, For a Few Full of Dollars, The Good, The Bad and The Ugly, meine Freunde. Und Ennio Morricone, einer meiner Lieblings... wie nennen sie sich? Ist ja auch egal, vergessen wir jetzt, was ich gesagt habe, ne? Ist ja auch Wurst. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Mir liegt es auf der Zunge. Aber mir fällt es einfach nicht ein. Ist ja auch egal. Das lege ich mal jetzt erstmal beiseite, meine Freunde.
schön hier. Die CD, gute CD auf jeden Fall. Pianist! Jetzt fällt's mit mir. Pianist ist ja noch was anderes. Vergesst es einfach. Kommen wir einfach mal zu meinen DVDs, würde ich sagen, meine Freunde. Ne? Da haben wir zum Beispiel die Science-Fiction-Box. Ja, die Science-Fiction-Box. Megashark vs. Giant Octopus. Alien vs. Hunter. Und Transmorphos. Hat mich 4 Euro gekostet. Saugeil. Ich stehe auf so Trash-Gelumpe. Ziemlich cool, ziemlich cool, ziemlich cool. Science-Fiction Boxset. Das ultimative Science-Fiction Boxset. Der Hammer. Für 3 Euro. Bei Woolworth damals. Vor einem Jahr oder so. Dann stehe ich also unglaublich auf Western, habt ihr ja gerade hier an Ennio Morricone gesehen. Ne? Django. Die im Staub verrecken. Django, die im Staub verrecken. Der Hammer, der Hammer, der Hammer. Ist leider nicht mit diesem guten Mann, Franco Nero, sondern das ist sind andere Django. Es gibt verschiedene Django-Schauspieler auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall Franco Nero, ist auf jeden Fall der Originale. Und der rockt richtig. Der hat ja auch in Django Unchained, hat er auch mitgespielt. Bei dem, da waren die oben in der Bar bei Leonardo DiCaprio. Und sehr geil. Da hat er ja gesagt, man spricht das denen nicht mit, richtig? Ja, so, ja. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Leichenpflaster in seinen Weg mit Klaus Kinski. Zieht euch unbedingt das Interview rein mit Klaus Kinski. Gebt einfach bei YouTube oder Google ein Interview Klaus Kinski. Der Hammer. Der Mann ist eine Legende. Was haben wir denn hier noch? Die wilden 20er. Ich stehe ja auch so auf so ganz alte Filme, so aus den 30er, 40er Jahren hier. Da hat man ja einmal die wilden 20er mit Humphrey Bogart. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Cooler Film, Knorren, Bayer, den hast du nicht gesehen. Und hier habe ich noch Der kleine César mit Edward G. Robbins. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Kann ich auch nur empfehlen, wer so auf so alte Filme steht oder eure Eltern oder vielleicht eure Oma aus dem Westen, die kennen die. Das sind ja alles Westfilme hier, das sind ja Hollywood-Filme. Ja, sind ziemlich cool. Was habe ich hier? Eine Karte, guckt euch das mal an. Happy Birthday Super Pobier steht hier. Ne, habe ich von meinen Arbeitskollegen gekriegt. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Mit einem Kinogutschein. Konnte ich mit meiner Freundin schön ins Kino gehen. War sehr lustig auf jeden Fall. Was habe ich hier noch, meine Freundin? Was natürlich nirgendwo fehlen darf, ja, ist auf jeden Fall dieser Film. Dawn of the Dead Zombie 1, meine Freundin. Steelbook Edition. Sehr cool, sehr cool. Habe ich für einen Fünfer geschossen. Für einen Fünfer, meine Freunde. Für einen Fünfer. Darf nirgendwo fehlen. In keinem DVD-Regal darf das fehlen. Ja? John Rambo. Uncut. Darf nirgendwo fehlen. Nirgendwo darf das fehlen. Das ist auch nicht geprüft von der USK oder FSK oder sonst irgendwas. Und zwar ist das nur von dem strafrechtlich unbedenklichen Spio-Gutachten. Ne? Und Spiegelgutachten, die zensieren nichts. Und für einen Zehner geschossen bei Saturn. Ich dachte mir, what the fuck? Normalerweise müssten die das in der Ladentheke verkaufen, aber ich hab's damals gekriegt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, kommen wir doch einfach mal jetzt zu meiner Herzblut-liebsten Comic-Roman. Nee, Comic-Roman ist falsch. Comic-Serie, ja. Die Miniserie, was heißt Miniserie, ist also mittlerweile eine Riesenserie, und zwar The Walking Dead, meine Freunde. The Walking Dead ist, ich habe bis jetzt eigentlich alle Teile bis auf die 17, die 17 müsste jetzt im März, glaube ich, rausgekommen sein, bin ich mir jetzt gerade unsicher, aber müsste eigentlich so sein. Die Comics sind der absolute Brüller, das glaubt ihr gar nicht, der absolute Hammer. Es ist so krass. Mir geht jedes Mal, wenn ich. Also es gibt halt Comics, die sind gut. Und es gibt halt Comics, die sind richtig gut.
Ja, genau, so ungefähr in der Art. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall der Hammer. Man liest, man liest, man liest, man liest, man liest und auf einmal kommt, blätterst du um und du siehst doch immer zwei tote Mädchen, die von Zombies gerade zerfleischt werden. Das ist einfach total krass, ey. Da gehen manchmal sogar die Emotionen mit mir durch, ey. Da dachte ich mir, oh mein Gott. Und ich musste es zuklappen. Ich musste das Buch echt zuklappen, meine Freunde. Und boah, ich konnte einfach nicht mehr. Also Walking Dead, wer die Serie, wer die TV-Serie mag, der wird die Comics lieben. Das ist genauso wie mit den Spielen. Die Spiele sind nicht schlecht, aber die Comics sind besser. Ganz einfach. Ist ganz einfach so. Dann habe ich hier noch meinen Big Bang Theory Sheldon Bobblehead. Ne? Kennt ihr alle, ja? Aus einem Verlosungsvideo? Was jetzt, ja genau. Was habe ich hier noch? Batman Joker. Meine Freunde, das ist ein Comic. Ich tue es mal kurz hin. Achtung, ich bin wieder da. Das ist ein Comic, der übelst krass ist. Also, der Joker hier wird hier wie im Film dargestellt. Also es ist so der Hammer. Guckt euch mal bitte die Zeichnung an. Ich kann es euch aber ganz kurz zeigen. Hier zum Beispiel. Wartet. Wie krass das gezeichnet ist. Ich hoffe, ihr seht das. Das ist so heftig einfach nur. Das ist einfach eine faszinierende Darstellung des Schreckens, würde ich sagen. Eine faszinierende Darstellung des Schreckens. Und es ist einfach ein makabres Meisterwerk und es ist der Brüller, Freunde. Batman Joker. Das müsst ihr lesen. Das ist der Wahnsinn. So. Was habe ich hier? Hier habe ich zum Beispiel Road Rage. Das wollte ich haben, weil Peter Griffin irgendwie mal Auto gefahren ist und hat gesagt, Road Rage, Road Rage. Und da dachte ich mir, das müsst ihr haben. Ist schon ein bisschen trashig, wollte ich sagen. Ist aber an sich ganz cool. Also ich habe es noch nicht komplett gelesen, aber es fetzt eigentlich. Also hier sind auch die Zeichnungen ganz fett. So ein bisschen sketchy halt, ne? Also sketchy heißt, wenn man halt viele Linien sieht, das seht ihr ja hier. Das sind ja überall diese sketchy Linien, also Skizze quasi. Sketchy heißt Skizze. Ziemlich cool, Road Rage, kann ich nur jedem empfehlen. Dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu meinen DVDs hier unten. Ja? Hier unten, ich hoffe, ihr seht die. Zumindest so einigermaßen. Da haben wir zum Beispiel den unglaublichen Hulk, die TV-Serie aus den 90ern. Ziemlich fett, ziemlich fett, ziemlich fett. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der so ein bisschen, der auf jeden Fall auf Hulk steht, der auf Marvel steht und der so ein bisschen auch auf Trash steht. Also, Trash ist in meinen Augen nicht unbedingt immer schlecht, also sind halt, ich habe ja auch viele B-Movies, ne? Also wie zum Beispiel, nehmen wir hier mal Funny Games US, ist zum Beispiel auch ein extremes B-Movie, da geht es halt nur um Gewalt, da sind zwei Typen halt, die wollen halt, die brechen halt dann noch, also tun erst so, als wären sie hier liebe, nette Nachbarn und so weiter und so fort und dann machen sie halt die Familie kalt, ne? Ja, ziemlich krass, auf jeden Fall auch B-Movie, aber ziemlich cool. Ach, da fällt mir ein, der schlechteste Film aller Zeiten, so wurde er auch gewählt, international, ist Plan 9 from Outer Space, ja, von Bela Lugosi. Ziemlich cool, ziemlich cool, also ich finde ihn geil, den gibt es zwar nur auf Englisch, nicht von Bela Lugosi, sondern mit Bela Lugosi, und zwar von Ed Wood, genau, ne? Ed Wood, wenn ihr den nicht kennt, einfach mal googeln. Krasser Typ. Tun wir das mal hier wieder rein. Also wie gesagt, Hulk. Top, top, top. Was habe ich hier noch, meine Freunde? Sin City. Darf nicht fehlen. Comic-Verfilmung, ne? Der Wahnsinn. Kann man nicht mehr zu sagen. Sin City ist für mich einer der Comic-Verfilmungen, die extrem gut gelungen sind, wo die Schauspieler passen und der Brüller. Sin City, Frank Miller, Sin City, der Hammer. 300 kennen wir ja alle, super Film,
Wahnsinn, was habe ich hier noch? Pans Labyrinth, Persepolis. Persepolis, meine Freunde. So, sorry, jetzt muss ich einen kleinen Schnitt reinmachen, weil meine Kamera aufgehört hat aufzunehmen, aber ich bin ja wieder da. Wie gesagt, Persepolis, Top-Film, anschauen. Ist schwarz-weiß, aber cool zum Anschauen. Also man merkt es überhaupt nicht, dass es halt eine Schwarz-Weiß-Zeichnung ist. Also es ist nicht bunt oder so, höchstens. Also am Anfang und am Ende ist es bunt, weil also der Traum, also nicht der Traum, sondern halt, wo sie zurückdenkt, ist alles schwarz-weiß. Und wo es also Gegenwart ist, ist halt bunt. Also sieht man es ja auch hier. Hier ist halt sie in der Gegenwart und hier ist sie halt in der Vergangenheit. Hier die Kleine und hier hoch, hier unten. Ziemlich cool, müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Was haben wir denn noch? Original Spider-Man, Staffel 1, Volume 1, sehr geil, darf auch nirgendwo fehlen, meiner Ansicht nach. Dark Knight Rises, The Dark Knight, Iron Man, Superman, Batman, Public Enemies, die kennen glaube ich nicht viele. Jetzt muss ich das hier mal so ein bisschen ankippen, dass das die Scheiße hier nicht umkippt. Superman, Batman, Public Enemies, das sind diese animated Movies. Ziemlich cool, die sehen noch echt nicht schlecht aus. Da gibt es glaube ich 6 oder 7 Stück sogar schon. Da gibt es noch mit Green Lantern und habt ihr nicht gesehen. Total geil, Animated Original Movie. Sehr cool, Justice League habe ich hier hoch. Wonder Woman habe ich noch davon. Ja genau, Transformers habe ich noch. Der unglaublicher Hulk, dann hier alte Superman aus den 70ern sind die glaube ich. Oder auch aus den 60ern, die alten Superman Zeichentrickserien. Wartet. Steht hier jetzt nicht da? Ne, steht hier jetzt nicht da. Ich glaube, die sind aus den 60ern oder 70ern. Auch sehr cool. Was haben wir hier noch? Einen alten Captain America Film. Freunde. Ich dachte mir, ich sehe nicht richtig. Ich gehe zum Mediamarkt letztens. Also das letzte schon leer, wo Captain America halt rauskam. Ich gehe zum Mediamarkt und sehe den Film. Was ist das denn für ein Scheiß? Guck mir das so an, gucke hinten drauf. What the fuck? Sehe ich hier den alten Captain America? Der Film ist von 1900 irgendwas, von 1949 oder sonst irgendwas, wo halt der Zweite Weltkrieg gerade im Gange war. Nicht 49, ist ja Quatsch, 45 war zu Ende. Also musste er 43, 44 gedreht worden sein hier irgendwie. Und fett. Geht 233 Minuten, ich habe 20 Euro dafür bezahlt. 20 Euro, ganz schön teuer, muss ich sagen, aber das war es mir irgendwie wert. Wenn ich irgendwas Cooles sehe, halt, dann brauche ich das. Ich brauche das, versteht ihr? Ich brauche das. Ja, meine Freunde, ich bin ja auch so ein kleiner Krimi-Fan, ne? Und habe mir halt die Reihe von die Hardcase-Crime-Reihe geholt. Von Rotbuch-Krimi, hier zum Beispiel Flop. Da geht es um so eine Olle und so einen Millionär und die Frau betrügt den und hast sie nicht gesehen. Total cool. Dann gibt es da noch Abschied ohne Küsse, dann Lawrence Block, der Abzocker und so weiter und so fort. Ich knicke immer die Bücher. Wisst ihr, ich lese immer so. Das ist bei Taschenbüchern, oh, die riechen auch noch so geil, die riechen echt noch. Buch, nicht diese neuen Bücher mit diesem hässlichen weißen Papier. Ich mag das, wenn das so gelblich ist. Wisst ihr, was ich meine? Wenn das so alles Papier ist. Das ist so geil. Ich liebe das einfach. Das ist der absolute Brüller. Ich finde, so muss man auch ein Buch lesen. Ey. Ich muss... Ach, jetzt komm hier. Nein, Mensch, Junge. Mach hin, Junge. Was da hier? Nimm, Mensch. Also wie gesagt, Krimis so, also Hard Case Crime ist quasi so eine Noir. Also ich weiß nicht, ob ich das was sage, eine Kunst ist halt Noir, ziemlich dunkel gehalten alles. Da gibt es zum Beispiel auch Spider-Man Shattered Dimensions, da gibt es auch Noir Spider-Man, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Genau, da gibt es einen aus der Zukunft, einen in der Gegenwart und einen auch aus der Vergangenheit. Vergangenheit ist meistens Noir. Also zum Beispiel auch diese düsteren Filme, diese, ihr kennt das bestimmt auch aus dem Fernsehen, diese Krimiserien, die so ein bisschen düster sind, so ein bisschen verrucht und so, total geil. Und ja, ich stehe halt auf so einen Scheiß. Nerdkram halt. Aber
Ja, was willst du machen, ne? Musst du ja auch irgendwie ja, dich mit was beschäftigen im Leben, ne? Musst du ja, gehst du arbeiten, musst du. Muss ich ums Weib kümmern, ne? So wie es halt ist. Ne? Dann um die Kunden auf Arbeit muss ich auch noch kümmern. Willst du machen, ne? Wirst halt wieder Kind irgendwie und ja, ich weiß auch nicht. Ich finde das, bin schon ein bisschen stolz auf mein schönes Nerdregal, muss ich sagen. Und ja, meine Freunde. Ich würde mal sagen, ich lese euch jetzt noch. So, vielleicht ist das schon der Abschluss, ich weiß es aber noch nicht. Vielleicht, mal gucken. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Ich habe jetzt auch nicht auf die Uhr geguckt oder sonst irgendwas. Ich habe auch keine an und ich bin total müde, weil ich die ganze Nacht durchgemacht habe. Aber ich habe es jetzt fast geschafft, meine Freunde. Und ich bin total stolz auf euch, dass ihr mich auch weiterhin immer so unterstützt und so weiter und so fort. Jetzt lenke ich schon wieder voll vom Thema ab. Hör doch lieber auf. Popika hier, Mensch. So, jetzt lese ich euch noch einen Zettel vor. Der klebte bei mir übrigens nachts, also früh morgen, an der Tür. Meine Freundin legte mir auf den Tisch, ne? Entschuldigt bitte. Meine Freundin legte die mir auf den Tisch und ich dachte, sie war es. Sie hat mir das geschrieben. Aber nein, der klebte draußen an der Tür. Sehr geehrter Herr K. Ich höre Sie nachts, so wie zum Beispiel heute Nacht, zwischen 1 und 2 Uhr rumschreien. Ich möchte Sie bitten, dass Sie doch bitte nachts Ihr Nein oder so eine Scheiße und was sie sonst noch rumbrüllen, lassen. Ich muss morgens 4.45 Uhr aufstehen und kann es mir nicht leisten, bis 2 Uhr wach zu bleiben, da ich meine Konzentration für die Arbeit brauche. Also bitte Ruhe. Ja? Finde ich total fresh eigentlich. Man kann ja auch mal Namen drunter schreiben, weißt du? Dann wäre ich runtergegangen mit einem Strauß Blumen, mit einer Schachtel Pralinen, hätte gesagt, junge Frau, hören Sie zu, es tut mir leid, ich kann da auch nicht dafür, ich wache frühs auf, so manchmal zwischen 1 und 2 und muss auf immer rumschreien, das sind so Ticks halt bei mir. Und hätte ich natürlich nicht gesagt, ich hätte mich entschuldigt, ich hätte gesagt, ja, es tut mir leid. Und hätte vielleicht noch eine Packung Oropax gekauft, ne? Dann wäre die Sache auch geritzt gewesen. Aber ja, mal gucken. Also bis jetzt stand nicht da. Es ist auch das erste Mal seit 3 Jahren, beziehungsweise fast jetzt seit 3,5 Jahren, dass ich so einen Zettel an die Tür geklebt bekommen habe. Muss wohl neu eingezogen sein, die Dame. Ich weiß es nicht. Naja, wie dem auch sei, Freunde. Entweder wir sehen uns gleich nochmal oder ich sage, renn ihr hauen, euer Pupika! Danke fürs Zuschauen übrigens. Also nicht, dass ich das jetzt hier vergesse. Clear left! So, meine Freunde, und da bin ich wieder hier am Start, ne? Ich dachte mir mal, ich zeig euch mal noch so ein bisschen meinen kleinen Gaming-Area-Bereich hier, den ich hier so hab. Da habe ich zum Beispiel hier mein Laptop, mit dem ich meistens auch hochlade. Ist eigentlich ganz cool, das Ding. Zum Hochladen so reicht's, für MW2 reicht es auch. Für Counter-Strike 1.6 und so weiter reicht es auch. Ziemlich gutes Ding eigentlich. ATI Radeon 4570 drin. Ja, Mobility-Grafikkarte, schieß mich tot, keine Ahnung. Ein Athlon X264, ganz altes Ding, Windows Vista war da noch drauf. Ja, mit dem lade ich aber meistens nur hoch halt, oder wenn ich hier jetzt noch rendere auf meinem Haupt-PC, dann nehme ich den manchmal mit auf Arbeit und tue dann halt über TeamViewer hier noch ein bisschen noch irgendwas umstellen, oder hast du nicht gesehen. Ja, genau. Hier habe ich mein Headset, mein G35, ist von der Soundqualität jetzt, vom Sound her, ist es jetzt nicht der Oberbrüller, aber es sitzt halt extrem gut, ja, also ich kann das, ich hatte das jetzt auch, wie lange hatte ich jetzt off, also ich war ja durchgemacht hier, jetzt haben wir es 10.28 Uhr, der 17.03. und ich hatte es jetzt echt 10 Stunden off, meine Ohren sind nicht heiß oder so und fühlen sich auch nicht irgendwie, dass ich Ohrenschmerzen kriege oder so, ist total geil, ey. Man kann hier noch andere Bügel drauf machen, also hier hat man ja einen und ich habe hier den gewählt, den kann man hier so abmachen, das mache ich jetzt nicht, weil die übelst beschissen da dran gehen
Von der Mikrofonqualität bin ich auch total zufrieden mit dem Ding hier, G35 von Logitech. Ziemlich nice, sieht übelst spacig aus, finde ich. Ich finde das ein geiles Ding. Ja, hier habe ich meine Logitech-Boxen, ich weiß nicht, wie die heißen. Das müssten die Speakers Z130 sein, genau. Und die sind auch gerade angeschlossen, hier ist Dreck drin. Dreck ist raus. Ja. Und ja, hier mein Samsung Syncmaster P2250. Ja, hat mich jetzt eigentlich bis jetzt auch noch nicht enttäuscht, obwohl ich mit dem Kontrast, also hier steht zwar irgendwie Dynamikkontrast 50.000 zu 1, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, ne? Pupika ist da völlig überfragt. Wie gesagt, ich mache gerade das Video. Habt ihr ja gerade schon gesehen, ne? Und ja, der ist meiner. Jo, ich nehme gerade auf. Spitze meiner. Danke. Hey, der meiner. Naja, auf jeden Fall hier mein PC. Also wenn du das überlegst, damals hatten ja die Grafikkarten hier, der hier zum Beispiel hat 512 MB. Jetzt hat mein GTX 670 2 GB. Es gibt ja schon welche, die 670 oder die Titan kommen heraus mit 4 GB Arbeitsspeicher. Das ist ja der, also Grafikspeicher, das ist ja unnormal ist das, muss ich ja sagen. Ne? Hier meine Logitech, meine G500 habe ich hier noch. Ne? Ich habe eigentlich alles fast von Logitech irgendwie. Ich bin damit eigentlich mit dem ganzen Zeug ziemlich zufrieden. Hier ist schon ein Dreck dran. Ey. Oh, Dreck. Dreck muss weg vom Maus. Dreck muss weg vom Maus. Und was ist denn das hier? Ey? Ist hier auch noch was Dreck oder was? Darf da wohl nicht wahr sein. Auf jeden Fall bin ich mit der sehr zufrieden. Die hat hier auch so ein Gewichtssystem. Na, wenn ihr das seht jetzt gerade. Ich musste mir leider eine neue kaufen, weil ich mit der rechten Maustaste nicht mehr anvisieren konnte. Die ist dann jedes Mal wieder zurückgesprungen. Jetzt gehe ich hier rein, verdammt. Die ist dann jedes Mal wieder zurückgesprungen irgendwie. Keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall bin ich an sich trotzdem, die liegt super in der Hand, finde ich. Also ich könnte die halt auch so tragen. Also geht super, ohne irgendwie mich groß anzustrengen. Also ist total geil. Dann hier meine Call of Duty MW3 Tastatur. Ey, Puppi geil, muss man echt staubwischen. Hier sieht aus wie im Schweinestall. Darf da wohl nicht wahr sein. Meine G105, da bin ich leider etwas enttäuscht. Habe zwar bloß 20 Euro bezahlt. Aber hier, die Shift-Taste, die muss ich so dermaßen drücken. Also ich muss so doll drauf drücken beim Rennen, dann tut mir meistens schon der kleine Finger weh. Das ist echt krass. Bei Battlefield 3 ist das ziemlich anstrengend, aber auch bei, ja keine Ahnung, bei Call of Duty zum Beispiel, wenn du dann Rennen drückst halt und musst du ja loslassen, musst du wieder drücken. Also es ist schon ätzend ein bisschen. Aber an sich bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Equipment, was ich hier so rumstehen habe. Jetzt gerade nehme ich mit der EOS 1100D von Canon auf. Ist ein Einsteigermodell, muss ich dazu sagen. Ich wollte mir damals erst die 650D kaufen. Aber die kam 650 Euro. Die waren mir dann doch ein bisschen zu fett. Und habe mir dann gedacht, ey komm, du weißt nicht, ob dir das in einem Jahr noch Spaß macht. Und wenn es dir in einem Jahr noch Spaß macht, holst du dir dann die 650D. Dann passt die Sache hoch. Und jetzt ist es gerade ein 720p Video. Aber ich finde halt, die haben von der Qualität, also sind die halt schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ist schon geil. Ich hoffe, ihr könnt das dann bestätigen. 1080p wird halt dann erstmal noch nicht kommen, real life oder sowas. Ja, ansonsten habe ich ja noch meinen legendären Xbox Controller hier, ne? Schön. Da muss ich mal wieder gegen Born hier den Street Fighter spielen. Muss ich mich mal wieder gegen ihn messen. Beziehungsweise er gegen mich. Nee, Quatsch, Spaß beiseite, er ist in jedem Spiel was. Fragt mich nicht warum, keine Ahnung. Ja, das war eigentlich hier mal noch mein. Hier ist noch mein PC. Ne? Ich hoffe, ihr seht jetzt nicht meine tollen, ausgelatschten Schuhe von Nike. Aber ich glaube, ihr seht sie. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, ihr seht sie.
Aber ist auch egal. Die habe ich schon seit 10 Jahren, sind super bequem und ich trage sie immer noch. Ja, hier ist meine Bude, mein NXCT Tower, Big Tower, schieß mich tot, keine Ahnung. Da muss auch mal wieder ein bisschen was passieren hier oben drauf. Ich muss bald mal wieder abwischen und abstauben, hast du nicht gesehen. Hier ist mein Kabel für meine Kamera dann, was ich dann da dran machen muss. Hier sind noch so ein paar, hier ist noch mein Kühler drin, den muss ich unbedingt noch anbauen, Leute, wenn ihr das seht hier gerade, den muss ich unbedingt noch anbauen. Und hinter euch sind meine Spiele, die zeige ich aber nicht. Ne? So, meine Freunde, ich würde sagen, dass es ein nicht ganz erfolgreiches 1000-Abonnenten-Special war. Wir haben miteinander gezockt gestern Nacht. Wir haben auch Spaß gehabt gestern Nacht. Alle 12 zusammen. War ziemlich cool, hat richtig Fun gemacht. Es tut mir bloß leid, wie gesagt, dass die meine Soundfile, also mein Gequatsche halt nicht mit dabei war und deswegen konnte ich das nur so machen. Es tut mir auch total nochmal leid und ja, das war es eigentlich vom 1000 Abonnenten Special. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ich hoffe, die Community steigt weiter und ich wünsche euch einen angenehmen Sonntag. Rinjau, euer Popika!